Sie werden immer schneller und sind immer besser vernetzt. Was ist Ihr Nutzen für Gesellschaft und Wissenschaft? Und wo liegen Ihre Grenzen? Supercomputer Quo Vadis. Herzlich willkommen beim 28. TU-Forum, bei dem Sie mit uns hier den Städtischen diskutieren sollen. Diese Auseinandersetzung im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Gesellschaft im Rahmen des TU-Forums verdanken wir Herrn Vizerektor für Forschung und Innovation, Johannes Fröhlich, und bitte Herrn Vizerektor um seine Begrüßungsworte. Ja, einen schönen guten Abend. Glaubt mir nicht, aber es ist, weil der Sommer kommt, doch noch sehr hell draußen und es ist fast sozusagen tagsüber jetzt, dass wir uns von der Helligkeit hier begegnen. Freut mich sehr, dass wir noch, ich weiß nicht, noch 3 Jahren eigentlich wieder ein Forum in Präsenz haben. Wir haben ja sonst immer versucht, 1 bis 2 solche Formate im Jahr zu haben, und das letzte 2019. Ein geplantes ist 2020, wie allgemein ja vieles dann der Pandemie zum Opfer gefallen. Wir hatten eine Veranstaltung zwischendurch, die haben wir gemacht, das Online-Veranstaltung, das hat sich aber nicht so bewährt für die Foren irgendwie, und haben wir gesagt, das versucht man es wieder, und ja, zumindest eine Hardcore-Gemeinschaft für HPC, High Performance Computing, hat sich ja gefunden. Es ist wohl der Standort, der nicht zentral an der TU Wien ist. Wir wollten aber auch denen, die herkommen, auch die Gelegenheit geben, dass sie die Geräte sich und die Supercomputer anschauen können, weil ich denke, das gesehen zu haben und dann darüber zu reden, hat auch noch einen gewissen Mehrwert. Vielleicht ein paar Anmerkungen, wie der Standort entstanden ist. Vor weit über 10 Jahren hat es eine Initiative gegeben zwischen Uni Wien, BOK und TU Wien, über ein damaliges Uninfra-Förderprogramm High-Performance Computing in Österreich auf eine höhere Skalierung zu heben, dass nicht an jeder Uni und in jedem sozusagen Teil Österreichs in ein kleines Kastel steht und diese verteilten Systeme dann nicht die Performance haben, wie eben größere Systeme eben dann aufweisen. Und da wurde eben dieser VSC1 begründet, und mittlerweile nach vielen Jahren, und das also die letzten 12 Jahre, wie heute begleiten dürfen, immer mehr Partner gewonnen, und mittlerweile gibt es also 6 Partneruniversitäten, von Innsbruck angefangen, war auch der Dekan Ostmann da ist, bis über das jüngste Mitglied, die JKU im Wiener Bereich, die Uni Wien, TU Wien und die BOKU und TU Graz, die jetzt diese Gemeinschaft des VSC bündeln. Und man muss schon sagen, da wird sehr viel Geld investiert. Es ist für einen normalen Menschen sozusagen, wenn man das mit seinem Verdienst vergleicht, ist das irgendwie unvorstellbar. Es werden alle 4 Jahre pro Leistungsvereinbarung in dieses gesamte System gut 15 Millionen Euro investiert, und von den 15 Millionen werden, glaube ich, so gut 8 Millionen in die Hardware erneuert. Das Erschreckende ist, dass diese Geräte innerhalb von 3, 4 Jahren so alt werden, dass man sie bei neu wegwerfen kann. Also es ist unglaublich, eigentlich erschütternd, wie schnell das Geld hier verloren geht. Also in Chips darf man nichts investieren, das wäre kein Geld, das sich hier amortisiert und mehr wird. Und es hat auch jetzt zusätzlich noch im Rahmen eines Programms von Quantum Austria, wo in Österreich die Quantenforschung, die natürlich auch sehr viel Computing braucht, gefördert wird, noch ein Projekt gegeben, wo wir jetzt diesen Standort Wien, an dem diese Unis gemeinsam die Anlage betreiben, und der Betreiber, also sozusagen technischer Betreiber ist die TU Wien, dass diese Anlage noch jetzt auf 3 Standorte erweitert wird. Das ist mit einem System namens Musica Multi Site Computing Austria, das wunderbare Akronym hat der Professor Lago erfunden. Und jetzt haben wir dann in Zukunft, das passiert in den nächsten 2, 3 Jahren, an 3 Standorten in Linz, in Innsbruck und in Wien solche Supercomputing Facilities, die dann auch noch quasi unter den Dach gestellt werden, dass es da auch gewisse, natürlich, dass es ein Gesamtsystem ist, weil was sich gezeigt hat, einfach aus meiner Historie als Forscher, vor 40 Jahren, wie ich studiert habe, war es eben so, dass das, was damals Großrechnen war, das war interessant für spezielle Kunden, ja, und dann zwischendurch ist das natürlich etwas sozusagen dann von den alten Maschinen, diese Cypers, wie sie alle geheißen haben, ist es dann trotzdem aber immer noch sehr stark in Richtung theoretische Physiker, theoretische Chemiker aufgespannt gewesen, die das verwendet haben, und jetzt eigentlich mit dem, was es in Richtung Cloud Computing geht, dem Involvieren von Grafikprozessoren, geht es auch sehr stark in Richtung Artificial Intelligence, Machine Learning, und eigentlich viele brauchen diese Services. Und was wir jetzt versuchen, und ich glaube, das werden die Kollegen dann auch darstellen, dass man eben
aus diesem österreichischen Supercomputing-System der Universitäten eben Servicestrukturen anbietet, die auch denen, die jetzt sie nicht mit dem Rechner beschäftigen wollen, aber die Services den Zugang zu den Systemen und den Möglichkeiten schaffen. Wenn irgendjemand sich mit Datenauswertung beschäftigt, der will nicht wissen, wo die Maschine steht und wie sie ausschaut, wem sie gehört und wie es lackiert ist und wer es bedient, der möchte einfach, dass er was findet, mit dem er diese Daten auswerten kann. Und das ist das, was wir versuchen, in Österreich aufzubauen. Also danke für Ihr Erscheinen und ich bin schon gespannt, wo das Quo Vadis hinführt. Danke, Herr Vizerektor. Und an den Stehtisch begrüße ich Professorin Ivona Brandic, sie ist High-Performance-Computing-Expertin an der TU Wien, Professor Christoph Delago, Physiker an der Universität Wien, Professor Alexander Ostermann, Mathematiker an der Universität Innsbruck und Professor Andreas Rauber, er ist für den Betrieb hier verantwortlich, gewissermaßen der Hausherr. Gleich an die Frage, wozu brauchen wir einen Supercomputer in Österreich? Oh, schwere Frage. Ist wahrscheinlich leicht zu beantworten, wofür man ihn nicht brauchen kann, weil, wie es Rektor vorher schon gesagt hat, es gibt, glaube ich, mittlerweile kaum mehr Disziplinen, die ihn nicht verwenden kann oder wird oder will. Vielleicht als Anekdote, ich meine, es betrifft jetzt nicht unsere in Österreich, aber ich habe letztes Jahr kurzes Gespräch mit einer Gruppe von Theologen, die Supercomputing-Ressourcen angefragt haben, um Textanalysen auf relativ komplexem Niveau zu betreiben. Also, was man schon sieht in den letzten Jahren, weg von den die ursprünglichen Disziplinen sind nach wie vor da und haben immer mehr Bedarf an Supercomputing-Ressourcen, Materialwissenschaften, Physik für Simulationen und Ähnliches. Aber mit den derzeitigen Digitalisierungen in der Forschung, datengetrieben, gibt es, glaube ich, kaum mehr Disziplinen, die nicht komplexe Datenbestände analysieren, wie Simulationen fahren will, AI trainieren und ähnliche Dinge. Also ich glaube, aufzuzählen, wer ihn verwenden kann oder wer ihn verwendet, dauert länger als zu sagen, wer ihn nicht verwendet, nämlich fast niemand. Wenn man an Supercomputing denkt, denkt man natürlich schon in erster Linie an komplexe Modelle, an Physik, Meteorologie etwa oder Abströmungslehre, also sehr komplexe Materien. Herr Professor Delago, Sie sind Physiker an der Universität Wien. Welche Fragen wollen Sie mit dem Supercomputer hier beantworten? Ja, also was uns in meiner Arbeitsgruppe interessiert, ist zu verstehen, wie Strukturen in Materie entstehen. Und das auf der atomaren Ebene. Also wir benutzen den Supercomputer und da sind wir sehr dankbar, dass wir den VSC hier in Österreich haben und den nutzen können. Und wir benutzen den wirklich sehr stark, so wie viele andere Forschungsgruppen in vielen anderen Bereichen, auch in der Chemie, in der Physik, in der Mathematik, in der Astronomie und so weiter und so fort, in der Technik. Also wir benutzen den Supercomputer als, wenn Sie so wollen, als virtuelles Mikroskop. Wir blicken mit dem Computer tief hinein in die Materie und wollen verstehen, was passiert zum Beispiel bei einem Phasenübergang. Wir ordnen sich Moleküle an, wenn Wasser gefriert. Ja, und da wollen wir im Detail verstehen, was da passiert. Und um das zu tun, müssen wir die Gleichungen der Physik lösen. Und die Gleichungen der Physik sind sehr schnell hingeschrieben, aber die Lösung der Gleichungen der Physik ist sehr schwierig. Da kann sicher Alexander Ostermann als Mathematiker das bestätigen. Das ist sehr aufwendig, wenn wir herausfinden wollen, wie sich die Moleküle bewegen, wenn sie eine kristalline Struktur bilden. Und um diese komplizierten Rechnungen durchzuführen, brauchen wir Supercomputer wie den VSC. Das erklärt uns dann, wie Materialien, welche Eigenschaften Materialien haben. Also was wir tun, wenn Sie so wollen, ist das Forschungsprogramm, das schon Ludwig Boltzmann, der berühmte österreichische Physiker, verfolgt hat, nämlich die Eigenschaften der Materie, die Eigenschaften von Materialien, die Eigenschaften von allem, was uns umgibt, zu verstehen aufgrund ihrer atomaren und molekularen Zusammensetzung. Und dann können wir mit dem Computer sozusagen hineinschauen in die Materie und verfolgen, was die Moleküle machen. Und dazu entwickeln wir auch Algorithmen. Auch Algorithmen, die sich in letzter Zeit mehr und mehr auf maschinelles Lernen stützen, weil die simulierte Dynamik, die simulierten Bewegungen dieser Atome so kompliziert sind, dass wir
Hilfe brauchen, um zu verstehen, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Was, welche Freiheitsgrade, welche Größen müssen wir behalten, wenn wir einfache Modelle konstruieren? In unseren bescheidenen Gehirnen können wir nicht so mit hochdimensionalen Objekten umgehen, also versuchen wir zu vereinfachen. Was können wir wegspeisen, was können wir behalten? Dazu verwenden wir Tools der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens, um das zu tun. Jetzt ist der Supercomputer hier an der TU produziert, aber genutzt wird er von Forschern und Institutionen, akademischen Institutionen in ganz Österreich. Herr Professor Ostermann, Sie sind Mathematiker in Innsbruck. Was sind Ihre Fragestellungen oder wozu haben Sie den Supercomputer schon verwendet? Ja, wir haben an der Universität Innsbruck vor ungefähr 15 Jahren einen Schwerpunkt gegründet, Scientific Computing, und haben dann sehr schnell festgestellt, dass für interessante Fragestellungen, die wir beantworten wollen, wir nicht das Geld haben, um einen entsprechend großen Computer aufzustellen. Haben dann gesehen, es gibt eine österreichische Initiative, den VSC damals, und sind da sehr gerne dann Mitglied geworden. Warum brauchen wir diesen Computer? Wir brauchen ihn vor allem auch, und das sage ich jetzt ergänzend zu dem, was Kollege De Lago auch gesagt hat, um die dritte Säule der Naturwissenschaften aufzubauen, neben Theorie und Experiment, die Simulation, weil in vielen Situationen eben ein Experiment nicht möglich ist. Nicht? Fragestellungen, die uns interessieren, gehen zurück an den Beginn des Universums. Wie ist unser Universum entstanden? Wie haben sich hier gewisse Strukturen entwickelt? Ist es natürlich, dass wir jetzt diese Galaxienverteilungen sehen, die wir sehen? Wie kann man das alles verstehen? Da gibt es jede Menge von Theorien, aber letztendlich eine Theorie muss in den Naturwissenschaften durch ein Experiment in gewisser Weise gefordert werden. Nicht? Und wirkliche Experimente, klarerweise, kann man in dem Zusammenhang nicht machen. Das Einzige, was man hier tun kann, sind Simulationen. Also wir machen Simulationen an Großrechnern, wo wir Galaxien kollidieren lassen und schauen, was herauskommt. Wir modellieren Plasma, weil wir daran interessiert sind, wie Fusionsreaktoren funktionieren könnten. Wir modellieren aber auch Plasma, weil wir verstehen wollen, wie 96% der sichtbaren Materie wirklich im Universum funktioniert. Also fast alles ist Plasma. Wir hier sind in einer Insel, wo fast kein Plasma ist. Da leben wir gut. Aber ich sage mal, wenn wir verstehen wollen, wie Sterne funktionieren, da müssen wir mit Plasma arbeiten. Und da kann ich noch viele, viele Beispiele bringen. Also Medizin zum Beispiel. Ihnen, denke ich, ist allen klar, wenn wir jetzt neue Impfstoffe entwickeln. Und wir haben das mit einer Dramatik gesehen, wie das bei Covid gegangen ist, wie schnell da neue Impfstoffe entwickelt worden sind. Das wurde früher alles mit Experimenten an Zellen, an Tieren und so weiter gemacht. Das ist einerseits unethisch, andererseits funktioniert das sehr, sehr langsam. Die modernen Methoden, so wie Kollege De Lauge erklärt hat, funktionieren so, dass man hier Modelle hat. Und mit diesen Modellen kann man beispielsweise dann analysieren, wie einzelne Moleküle eine Membran durchdringen. Also wie bringe ich einen Impfstoff wirklich in eine Zelle rein? Wie dockt der richtig an? Solche Dinge kann man dann modellieren. Also kein Feld der modernen Wissenschaft, das ohne Supercomputing auskommt. Aber was ist eigentlich High-Performance Computing? Was macht das aus und welche Rolle spielt dabei auch die Vernetzung zwischen mehreren Supercomputern in ganz Europa? Also, Frau Professor Brandt, Sie sind ja die High-Performance-Computing-Expertin an der TU Wien. Wie würden Sie Ihr Feld beschreiben? Ja, also ich würde historisch gesehen das auch bezeichnen als Hochleistungsrechner, wo man eben Aufgaben lösen kann, die man auf einem klassischen PC oder auf einem Laptop nicht lösen kann. Also viele Aufgaben kann man dann auch lösen auf meinem Computer zu Hause. Also da dauert die Ausführung also 5 Tage oder 5 Wochen. Auf einem Supercomputer kann ich es vielleicht in wenigen Minuten lösen. Ja, also die Power von High-Performance Computing, dass man es einfach viel schneller und viel besser machen kann. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, also ich insbesondere benutze zum Beispiel VSC gar nicht, weil für mich der Supercomputer eigentlich Forschungsgegenstand ist. Also ich bin im Gegensatz zu den anderen zwei Kollegen, ich mache keine Experimente auf dem Computer, damit ich die Physik vorantreibe, ja, oder andere Wissenschaft. Für mich ist ein Cluster, ein Computer, ein Forschungsgegenstand. Wir messen, wir überwachen, wir versuchen nachzuvollziehen, wie sich die Applikationen verhalten. Wir versuchen nachzuvollziehen, wie kann man es besser ausführen, damit
zum Beispiel thermale Modellierung besser gemacht werden kann, damit weniger gekühlt wird. Und das ist sehr, sehr schwierig, auf einem Produktionsbetrieb zu machen. Das heißt, es gibt eigene Cluster, die für experimentellen Betrieb und experimentelle Forschung angedacht sind. Und zu Ihrer zweiten Frage, weil Sie gefragt haben, wie sieht es mit dem Netzwerk? Natürlich ist so ein HPC-Computer jetzt nicht in einer Isolierung zu sehen. Also das ist jetzt nicht so eine isolierte Umgebung. Echte Anwendungen, wenn man von echten Anwendungen redet, muss man natürlich das gesamte Ökosystem einer Anwendung hineinbeziehen. Und da rede ich wirklich von echten Anwendungen. Also wir reden zum Beispiel von Simulationen. Also finite Elemente haben unser Leben in den letzten Jahrzehnten total revolutioniert. Ich meine, da kann man man kann Flüssigkeiten simulieren, wie sich Flüssigkeiten verhalten, wie Autos zusammenstoßen. Ja? Das kann ich in einer Simulation sehr schön machen auf einem HPC-Computer. Aber man stellt sich vor, man hätte eine Feedback-Loop in die echte Welt, ja, mit den echten Daten. Da könnte man bei einer Lokomotive tausende Möglichkeiten dann zum Beispiel untersuchen, was alles passieren könnte, ja? Oder während man Medikamente jemandem verabreicht. Das heißt, um das machen zu können, braucht man eine Feedback-Loop in die echte Welt und da braucht man Netzwerke. Da braucht man andere Computer, die das unterstützen, damit die Daten rechtzeitig kommen und rechtzeitig verarbeitet werden. Das ist auch ein Teil meiner Forschung. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das so die Schnittstelle zwischen dem Modell und der Wirklichkeit. Aber wie sehen Sie das jetzt von der Physik her? Ich meine, vieles kann man ja überprüfen, manches aber auch nicht. Wie schafft man den Übergang vom Modell, vom Modellieren in eine reale Welt? Soll ich darauf antworten? Ja, kann ich gerne darauf antworten. Also in der Physik ist das Kriterium für eine gute Theorie immer das Experiment. Jetzt ist es oft so, dass der Vergleich zwischen einer Simulation und dem Experiment nicht ganz einfach ist, weil das Experiment viel komplexer ist als das, was wir simulieren können. Was wir dann versuchen, ist auch mit unseren als Simulatoren, mit unseren experimentellen Kollegen zu sprechen und zusammen mit ihnen Experimente zu entwerfen, die dann auch zugänglich sind für die Simulation. Also man muss dann in einem Dialog zwischen dem Experimentator und dem Theoretiker oder Simulator sich aufeinander zu bewegen. Weil letztlich ist das Experiment das Kriterium, das entscheidet, ob ein Modell richtig ist oder nicht. Ob es korrigiert werden muss oder ob es passt. Dazu sind aber Anstrengungen von verschiedenen Seiten notwendig. Und das ist genau das Ziel, das wir unter anderem in einem Sonderforschungsbereich, der vom FBF gefördert wird, verfolgen, nennt sich DACO, also Taming Complexity Together. Und da haben wir genau dieses Ziel. Also speziell für Prozesse, die auf Oberflächen ablaufen, auch im Labor, Situationen zu erzeugen, die dann der Theorie und der Simulation zugänglich sind. Weil auch Computer wie der VSC, stärkste Computer, den wir in Österreich haben, hat seine Grenzen. Und wir können gewisse Dinge in unseren Modellen nicht modellieren, weil sie zu komplex sind. Also müssen wir auch von der experimentellen Seite versuchen, zu vereinfachen, um uns dann irgendwo zu treffen. Grenzen gesprochen haben, und da würde ich gleich den Herrn Professor Rober zu fragen. Der VSC5, den gibt es jetzt etwas mehr als ein halbes Jahr, ist in Betrieb, 4,3 Petaflop, das sind 10 hoch 15 Rechenoperationen pro Sekunde, und er ist fast doppelt so schnell wie sein Vorgänger VSC4. Lässt sich die Leistung eigentlich beliebig steigern von solchen Supercomputern, oder gibt es da eine physische oder theoretische Grenze? Ich glaube beides. Nichts in der Natur ist unendlich. Obwohl mich da jetzt wahrscheinlich Physik und Mathematik vielleicht korrigieren werden, aber zumindest was die Rechenleistung betrifft. Ich glaube, das eine ist die reine Rechenleistung, die man in Petaflops messen kann. Das andere ist die Anwendungen, die man damit berechnen kann und will. Und damit gibt es auch wieder spezifische Architekturen für spezifische Problemstellungen.
Und das nächste ist, und ich glaube, da kommen wir auf ein anderes Limit, das man berücksichtigen muss, ist, dass es nicht nur darum geht, wie schnell rechnet das Ding, sondern was braucht es, um so schnell zu rechnen. Also von der Energieaufnahme und dann, Sie haben es wahrscheinlich unten gesehen bei der Kühlung, was ob Sie in den Kühlraum gegangen sind und die Infrastruktur gesehen, wie groß der ist im Vergleich zur eigentlichen Rechenunit. Das heißt, das ist ein Vielfaches, jetzt nicht ein Vielfaches der Energie, aber vom Platz, vom Volumen her, was da gefordert wird. Und was man schon sieht ein bisschen ist, dass in letzter Zeit die Entwicklung natürlich in eine Steigerung der Rechenleistung fließt und weiter fließen wird und mit ganz neuen Computing-Plattformen Richtung Quantencomputing wieder einen Quantensprung dann letztendlich machen wird. Aber dass gleichzeitig auch sehr, sehr starker Fokus darauf gelegt wird, die Energieaufnahme zu reduzieren, die so ein System braucht, um dann unter Umständen vielleicht nicht schneller rechnen zu können, aber billiger rechnen zu können und damit auch mehr letztendlich rechnen zu können. Also ich habe mir da vorher ein paar Daten angeschaut. 8 Millionen Kilowattstunden Verbrauch im Jahr. Das entspricht etwa 2000 Haushalten. Es ist ein Achtel des Gesamtverbrauchs, Stromverbrauchs an der TU Wien. Also das heißt, da wird man dann vielleicht auch schon sich gut überlegen, welche Simulationen man jetzt tatsächlich rechnet oder hat das einen Einfluss drauf, zum Beispiel auf Auswahl der Programme, weil es eben so energieintensiv ist, solche Rechnungen zu machen. Ja, natürlich. Ich meine, es gibt einen Auswahlprozess, es kann nicht jeder kommen und dort beliebig quasi Zahlen aufaddieren. Üblicherweise werden genehmigte Forschungsprojekte, die durch ein Peer-Review-Verfahren gegangen sind, zugelassen für Berechnungen. Es gibt eine Begutachtung, eine Fachbegutachtung durch entsprechende Fachkomitees, die dann entscheiden quasi, wer Rechenleistung oder in welchem Umfang Rechenleistung zur Verfügung gestellt werden kann. Weil ja, letztendlich, es ist ein tolles Ding, das wir da haben, eine tolle Ressource, die wirklich essentiell ist für die Wissenschaft. Aber die Wissenschaft ist, die Neugier der Wissenschaft ist grenzenlos. Das ist nicht durch die Natur gebunden. Das heißt, der Bedarf steigt und wird vermutlich noch drastisch weiter steigen, je mehr Disziplinen jetzt einfach diese Ressourcen nutzen werden. Ich glaube, da werden wir, also wir werden kein unmittelbares Ende sehen des Bedarfs und des Ausbaus an diesen Infrastrukturen, die wir da einfach gemeinsam nutzen können und scheren müssen. Sehen Sie? Ja, zum Thema Energieverbrauch. Ja, zum Thema Energieverbrauch habe ich nichts, aber zum Thema, wie es weitergeht. Ja, ja, weil für uns als Wissenschaftler ist es natürlich sehr interessant zu wissen, wie diese ganze Entwicklung weitergeht. Lässt sich das beliebig jetzt steigern oder nicht? Weil ich kein Hellseher bin, habe ich mir gedacht, frage ich jemanden, der sich auskennt. Und dann habe ich ChatGPT angeworfen und habe gefragt, wie lange wir noch warten müssen, bis wir einen Zeta-Flop-Rechner haben. Momentan sind die schnellsten Rechner Exaflop-Rechner, also 10 hoch 18. Ist noch einmal eine Stufe schneller als der VSC. Und ChatGPT hat gemeint, es dauert vielleicht 10 bis 20 Jahre und dann haben wir Zeta-Scale-Rechner. Mit welcher Technologie konnte mir ChatGPT nicht sagen, aber ChatGPT hat gemeint, es braucht da wohl neue Technologien. Dann habe ich auch noch gefragt, wird es eine VSC 6 geben? Und dann hat ChatGPT gesagt, ja, im Wesentlichen, ja, wenn genug Geld da ist. Ja, gutes Stichwort sind die KI-Anwendungen. Ist aber allerdings in letzter Zeit ganz unumstritten. Es wird auch gewarnt vor den Gefahren der KI oder der Desinformation. Also das heißt, wo sehen Sie da eventuell auch Risiken, dass man mit dem Supercomputer Dinge tun könnte, die man vielleicht besser nicht tut? Soll ich was sagen? Ja, die Risiken sind sicher vorhanden. Ne? Das wird ja wird in der Gesellschaft breit auch schon diskutiert, wo die Risiken liegen. Letztendlich ist Artificial Intelligence momentan ein Gebiet, das man noch nicht wirklich gut versteht, weil man aber sehr viel schon machen kann. Und immer dann, wenn die Menschheit Dinge einfach macht, ohne sie wirklich zu verstehen, sind im Hintergrund Risiken. Ne? Das, denke ich, ist vollkommen klar. Ich vermute persönlich, dass es da zu Regulierungen kommen wird. Es wird auch zu Regulierungen hier kommen müssen. Andererseits ist natürlich gerade für die Naturwissenschaften hier ein Neuland entstanden, eine Unzahl von neuen Möglichkeiten, wo man zu Antworten kommt, die man früher
durch klassisches Rechnen einfach so nicht bekommen hat. Nicht einfach, dass man sehr viele Daten nutzt. Letztendlich künstliche Intelligenz beruhte darauf, dass wir unseren Datenschatz jetzt wirklich heben, den wir haben. Wir haben den jetzt digital mittlerweile vorhanden und können den ausnutzen. Und aus Daten kann man sehr viel rauslesen. Es ist aber auch klar, dass natürlich ein sehr großer Bias dahinter ist. Nicht? Sobald ich viele Daten habe, bekomme ich als Antwort natürlich, was in den Daten gespeichert ist. Ich glaube, ich sage da nichts Neues. Es wird ja auch gesellschaftlich diskutiert, dass diese Systeme teilweise ungerecht sind, dass sie bestehende Strukturen verstärken und die Diversität nicht gerade fördern. Also da sind sicher Gefahren vorhanden. Ich sage jetzt einmal in den Naturwissenschaften, wenn ich nur an Moleküle denke, so wie du, da ist es wunderbar, nicht? Da kann man mit Machine Learning und Data Analysis kann man sehr, sehr viel neue Dinge machen, indem man einfach wirklich die Daten verwendet und nicht nur alles aus Simulation erzeugt. So, wenn ich dazu was sagen darf, ich glaube, da ist momentan tatsächlich eine Revolution im Gange. Es ist in den Naturwissenschaften eine richtige Goldgräberstimmung momentan in der Anwendung der Tools der künstlichen Intelligenz auf alle Gebiete. Ab wirklich alle Gebiete der Naturwissenschaften wird das jetzt angewandt und ich glaube, es hat ein riesiges Potenzial. Und es wird die Art, wie wir Wissenschaft betreiben, maßgeblich verändern. Da frage ich die Frau Professor Brandt, Sie sind ja sozusagen der Schnittstelle zwischen dem Modell und der Wirklichkeit. Wo sehen Sie da die Entwicklung jetzt in Richtung künstliche Intelligenz, Gefahren oder auch Nutzen? Die Gefahren sind natürlich auch auf dieser rechtlichen Seite, weil immer, wenn neue Technologie entwickelt wird, gibt es immer einen, ich sage mal so, Wild West Abstand, wo die Politik, die Gesetzgebung da noch nicht so richtig reagiert hat. Also da sehe ich große Probleme, dass man da einfach immer ein bisschen zu spät ist. Ja. Ich selber, wo ich die Problematik bei der künstlichen Intelligenz auch sehe, ist tatsächlich auch Energieverbrauch. Das ist eine sehr energieintensive Anwendung. Ja? Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Diese Modelle zu trainieren, das bedarf sehr, sehr viel. Das sind nicht komplexe Rechenoperationen, aber es sind immer sehr viele Rechenoperationen, um so ein Modell zu generieren. Und es gibt immer wieder so Vergleiche, die jetzt auch in Medien und auch in der Literatur herumgeistern, um so ein Large Language Model zu generieren, was einfach so ähnlich ist wie ChatGPT, hat man so viel CO2-Fußabdruck wie zum Beispiel ein Mensch in einem ganzen Leben. Ja? Und das ist einfach nicht zu vernachlässigen. Und ich muss auch noch dazu sagen, in der ganzen Literatur geht man von den statischen Daten aus. Also ich werde ja ChatGPT auch nicht einmal trainieren. Ich will ja mit ChatGPT auch über Ereignisse von gestern reden, oder? Das heißt, also all diese Daten, die durch Medien herumgeistern, kann man, wenn man es irgendwie so täglich frisch haben möchte, mit 365 Mal multiplizieren. Das heißt, das sind einfach enorme Mengen, die noch nicht so präsent sind in den Köpfen. Also das sind extrem energieaufwendige Anwendungen. Ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, wo Sie gefragt sind. Also das heißt, wir wollen ja hier nicht nur an den Städtischen diskutieren, sondern Sie sollen vor allem auch Fragen stellen. Und die Kollegin Link wird Ihnen das Mikrofon, den Ton reichen. Und ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Wir sind ja jetzt einerseits in den Möglichkeiten, die wir kurz angerissen haben, die so vielfältig sind, also von der Religionswissenschaft bis zur Quantenmechanik, also schier unendlich viele Möglichkeiten. Andererseits aber natürlich Stichwort Energieverbrauch, Risiken jetzt im Sinn von noch keine rechtlichen Grundlagen, zum Beispiel was KI-Anwendungen betrifft. Ich glaube, da könnte es doch eine Frage von Ihrer Seite geben. Wer hat dazu vielleicht jetzt die Möglichkeit, an unsere Expertinnen und Experten direkt eine Frage zu stellen? Ja, ich glaube, jetzt mit, es ist gut hörbar. Ja.
Mich würde interessieren, bei so großen und komplexen Modellen, die jetzt auf solchen Computern auch noch mehrere Tage, Wochen rechnen, wie tut man sich da mit den Plausibilitätschecks? Weil typischerweise, ich kenne das nur im kleinen Maßstab, wenn man was simuliert, wenn man Modelle aufstellt, am Anfang sind noch viele Bugs drin, am Anfang hat man vielleicht falsche Annahmen getroffen und braucht immer den, zumindest als Ingenieur, immer mal diese Plausibilität, kann das überhaupt stimmen? Wird das bei so großen Simulationen dann auch problematisch, dass irgendwie diese Plausibilitätschecks kaum noch möglich sind, weil man gar nicht so in die Details hineinschauen kann? Oder skaliert das eigentlich relativ gut? Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also die Plausibilität muss natürlich ständig überprüft werden und man macht das unter anderem durch Vergleich mit dem Experiment, aber auch durch Vergleich mit anderen Rechnungen. Und es ist oft so, dass Sie gewisse Näherungen machen müssen, um ein komplexes System zu behandeln. Diese Näherungen sind vielleicht nicht notwendig, wenn Sie ein kleines System sich anschauen und da können Sie dann anhand des kleinen Systems überprüfen, ob die Näherung, die Sie da machen, Sinn hat oder nicht, ob es zulässig ist oder nicht. Aber das ist natürlich die letztlich die Garantie, dass es ist, sagen wir so, es ist ein, wir müssen ständig mit den Fehlern arbeiten, die wir machen, notwendigerweise, weil wir mit Näherungen arbeiten. Und ein wichtiger Aspekt ist, die Größe der Fehler abzuschätzen. Also das ist besonders, wenn man es mit großen und komplexen Systemen zu tun hat, ein sehr wichtiger Punkt. Letztlich ist das Experiment das Kriterium, das entscheidet, ob das vernünftig ist, was dabei herauskommt oder nicht. Aber wir müssen natürlich unsere eigenen größten Kritiker ständig sein. Und unsere Kollegen schauen uns natürlich auch ständig auf die Finger. Und wenn wir einen Artikel zu einem gewissen Thema schreiben, dann gibt es natürlich sofort Leute, die da drauf springen und sagen, da und da und da habt ihr ein Problem und daran muss ständig gearbeitet werden in der Modellierung. Das ist ganz klar. Bitte. Meine Frage geht einmal in die Richtung, wie ich bei meinem Statement am Anfang erwähnt habe, dass ich das natürlich auch exophysischer Erzählung verfolge und dass ich da natürlich jetzt auch, wenn man jetzt kein HPC-Spezialist ist, ich verwende das als Chemiker quasi als Tools am Rande, dass sich etwas verändert hat im Zuge dieser gesamten Entwicklung, was eingesetzte Prozessoren betrifft und so weiter im High-Performance Computing, aber auch die Nutzer-Community. Wie gesagt, die Entwickler war gesehen, früher waren überwiegend halt Physiker, Chemiker darauf tätig und heute sind Biologen und auch Informatiker, die sehr viel mit AI und mit solchen Daten arbeiten drinnen. Und die Frage ist das, also früher war es immer klassischerweise so, das war das Batch-Job-Verfahren, man hat einen Job aufgehoben, laufen lassen und dann hat man halt gewartet, ich weiß nicht, ein paar Stunden, ein paar Tage, bis es fertig war. Wie weit ist jetzt eigentlich bei den neuen Systemen oder speziell, wenn man in Richtung auch, ich nehme an, es wird noch was zum Thema Cloud Computing gesagt werden, was ja auch die Frage ist, wie weit ist das mit High-Performance Computing, wie weit ich im Hintergrund High-Performance-Strukturen brauche fürs Cloud Computing, wie weit ist Interaktivität, hat Interaktivität Einzug gehalten ins High-Performance Computing oder ist Interaktivität kein Thema, ist es nach wie vor so, dass man sozusagen halt wie es erwähnt worden ist, etwas aufgibt und dann wartet man halt bei einem großen System lang und bei einem noch größeren System kürzer, bis halt was herauskommt. Da kann ich auch gerne dazu sagen, also ich habe auch sehr viele Kollaborationen mit den Kollegen in den USA und die sind auch sehr gut darin. Die haben zum Beispiel auch Anwendungen, um Erdbeben vorherzusehen. Also man kann wirklich durch sehr kleine Bewegungen, die Physiker können mich da bitte korrigieren, aber schon viel früher, bevor tatsächlich Erdbeben kommt, kann man Vibrationen spüren. Was haben die gemacht? Die haben eine Anwendung gemacht, wo zum Beispiel Sensoren von allen Handys, die man hat, zum Beispiel in Kalifornien, gesammelt werden, regelmäßig. Das heißt, wenn eine gewisse Anzahl an Handys bestimmte Vibrationen spürt, kann man Alerts auslösen, das heißt schon Frühwarnungen. Ja? Und die Menschen können rausrennen aus dem Haus zum Beispiel. Und das ist so eine Anwendung, wo ich sage,
Das ist aber sehr zeitkritisch und damit das funktioniert, müssen große Datenmengen schon auf dem Weg bis zu dem Rechenzentrum schon vorverarbeitet werden. Die müssen schon analysiert werden, die müssen schon aggregiert werden und so weiter. Das heißt, also bei zeitkritischen Anwendungen, die gibt es tatsächlich auch auf einem HPC-Rechner, muss aber schon sehr viel im Voraus gemacht werden. Und es gibt auch sehr viele solche Anwendungen, insbesondere in der Überwachung zum Beispiel von Naturereignissen, wo man auch zeitkritische Antworten auch braucht. Also es gibt nach wie vor diese Batchjobs und das ist so der Klassiker, aber es werden immer wieder andere Anwendungen kommen, die auch zeitkritische Komponente haben und die funktionieren auf eine ganz andere Weise, also auch mit Cloud Computing und mit Serverless Computing und so weiter. Also da gibt es ganz andere Middleware-Komponenten, die man da benutzen kann. Ist jetzt unser Computer, der hier aussteht, ein Teil eines größeren Netzwerks oder wie kann man sich das vorstellen? Oder wäre es denkbar, dass da zugegriffen wird, zum Beispiel auch von anderen, die das... Ich glaube, soweit ich weiß, in Österreich sind die Rechner miteinander verbunden übers Netzwerk. Akkunet, genau. Also da gibt es ein Netzwerk von Computern in Österreich. Also ich zum Beispiel, ich arbeite sehr viel in Innsbruck jetzt, weil gerade dort sehr viel experimentell gemacht wird. Also das ist so eine Baustelle für mich. Und hoffentlich werde ich dann auch dort auch zugreifen können. Aber es gibt schon ein Netzwerk zwischen den Computern in Österreich. Mit den Endgeräten, so wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe, erzählt habe mit Smartphones oder Sensoren, so weit sind wir noch nicht, soweit ich weiß. Der VSC hat derzeit zentralen Standort hier und wird einfach genutzt, verteilt. Es gibt jetzt die nächste Ausbaustufe Multisite Computing Austria, wo an 3 Standorten identische Strukturen aufgebaut werden, die vernetzt sind. Aber auch da, man muss ja noch einmal einen Schritt größer denken. Der VSC ist die größte Computing-Infrastruktur in Österreich. Aber wir haben natürlich auch Vernetzungen, Kooperationen auf europäischer Ebene mit anderen Supercomputing-Zentren, mit EuroHPC als Initiative, Zugriff auf Leonardo in Italien, ein Pre-Exascale-System, wo man dann quasi einfach abgestuft die jeweilig benötigten Ressourcen dort holt, wo man sie am besten zur Verfügung stellen kann und wo man sie bekommt. Es gibt Kooperationen mit anderen Computing-Infrastrukturen in Österreich, die für spezifische Aufgabenstellungen unter Umständen geeigneter sind. Größe allein ist nicht unbedingt alles. Es geht schon darum, auch wie die Architektur ist, wie die Ausstattung, Verhältnis von Rechenkapazität zu Speicher, zu verfügbarer Software, Sie haben angesprochen, interaktive Berechnungen, die sind für klassische HPC-Systeme immer noch eine Herausforderung vom Scheduling her. Ein Job, der losgeschickt wird, wo ich nicht weiß, wie lange der ungefähr rechnen wird, wo ich mir aber sofort innerhalb der nächsten 15 Minuten eine Antwort erwarte, ist ganz anders zu bearbeiten, als wenn ich weiß, ich schicke einen Job ab und ja, am nächsten Tag nach dem Frühstück ist er wieder fertig. Ne? Das heißt, da glaube ich, wird noch einiges an Herausforderungen auf uns zukommen. In der Umstellung, in der Anpassung für diese Art von Aufgaben, dieses Spektrum wird sich erweitern. Und auch da gibt es wieder einfach Erfahrungen aus anderen Rechenzentren, die unter Umständen das schon in kleineren Betrieb verwendet haben, so wie es du als Beispiel gebracht hast. Vielleicht, was ich da auch noch sagen möchte, man denkt lieber an diese physische Verbundenheit von den Computern, ob da Rechner miteinander verbunden sind, physisch, ob da Netzwerke dazwischen sind. Was ich viel wichtiger finde, ist die Verbundenheit zwischen den Forschern und Forscherinnen. Und also das ist zum Beispiel, wie ich arbeite. Also ich weiß nicht, ich habe Cloud Computing schon vor 10, 15 Jahren gemacht. Das hat es hier überhaupt nicht gegeben. Da habe ich eine Kooperation entwickelt. Dann habe ich Hedge Computing gemacht vor 5 Jahren, hat es auch nicht gegeben, habe dort eine Kollaboration entwickelt. Und so weiter und so fort. Also so navigiert man und baut Netzwerke und im Endeffekt, wenn ich dann tatsächlich einen speziellen Computer brauche, bekomme ich es irgendwo auf der Welt. Das ist ja nicht jetzt die Problematik, sondern es geht immer um Kooperation mit den Forschern. Ich glaube, da ist VSC als Mittel, um solche Kooperationen aufzubauen, extrem wichtig und wertvoll. Und die Frage ist, es geht nicht mehr um große Computer, sondern um Gehirne, die um Computer herum sind. Die sind eigentlich das Wertvolle. Und das kann ein Magnet werden für gute Forscher und Forscherinnen. Vielleicht auch noch zu dem Thema was sagen kann. Es stimmt, es gibt in Europa und auf der ganzen Welt Computer, die weit leistungsstärker sind als der VSC und österreichische WissenschaftlerInnen.
haben auch Zugang zu diesen Computern, zum Beispiel durch unsere Kooperation mit Leonardo. Aber es ist ganz wichtig, dass man eine ganze Hierarchie von Zugang zu einer ganzen Hierarchie von Rechenanlagen hat. Ein wichtiger Punkt ist auch die neuen wissenschaftlichen Communities, die entstehen und die Bedarf haben, nach ABC heranzuführen an das Hochleistungsrechnen. Und das geht nicht, indem man ihnen Rechenzeit gibt auf dem leistungsfähigsten Rechner, den es gibt. Das ist ein Prozess, der beginnt beim Laptop und dann nächste Stufe und dann VSD und dann vielleicht eine Simulation auf Leonardo. Also das ist wichtig, dass es ein ganzes Ökosystem gibt an Rechenleistungen, die zur Verfügung steht, ergänzt aber auch mit Trainings- und Ausbildungsmöglichkeiten. Und da ist auch der VSD, glaube ich, in Österreich sehr vorbildhaft, weil der VSC, der Vienna Scientific Cluster, den Sie heute besichtigt haben, auch ein umfangreiches Trainingsangebot hat. Und den unterschiedlichen Communities hilft auch dann guten Gebrauch von diesen fantastischen Möglichkeiten zu machen. Das bedeutet, der Supercomputer ist so gut wie, also rein approximately how many people are using him, basically on the cloud, if you're going in this kind of direction. Am I right? If more and more scientists and people are using it and corresponding with each other, then we have a much better system. Yes. Like the telecommunication system. Mm-hmm. So my question is, are there done simulations by that kind of like data transfer and packet switching in between how the scientists are using it? Okay, so meaning the endpoint and the end user who using the application, right? Yes. So I don't think so that we have this measurement infrastructure, but that's what I'm doing in my research. Yeah, that's exactly. I have my own lab where we have all the nodes, like first tier, second tier, end device, all the accelerators, and we measure the throughput and the energy efficiency of all these components. But this is actually outside of the supercomputer. So the question is also, how can we build ecosystems where in the network infrastructure, and I think if we talk about the end applications, like super powerful AI applications, virtual reality, I don't know, there are so many of them in natural science, as a drug design, personalized medicine. If you do that, you need connection to the end device, to the sensor, to the insulin pump, whatever it's used there. So, and this is, I think, the future of supercomputing, to putting the feedback loop to the simulation, feedback loop from the real world to the simulation. Noch eine Frage? Wer war zuerst? Also zu dieser Feedback Loop. Ich bin kein Experte, bin in der achten, also habe nicht so viel Ahnung von den ganzen Sachen. Meine Frage wäre, mit Feedback Loop meinen Sie, dass die Dinge, die an einem Supercomputer berechnet werden, dann möglichst schnell wieder an den Endverbraucher kommen, der diese Daten braucht? Und dass diese Daten dann wieder hineingefüttert werden in den Computer und weiter berechnet werden? Oder wie, vielleicht etwas einfacher, wie kann ich mir das vorstellen? Was ich mit dieser Feedback Loop meine, also was wir zum Beispiel machen, wir versuchen, also toxische Substanzen in Flüssen zu erkennen. Und dafür braucht man auch Supercomputer. Das heißt, damit ich das machen kann, muss ich wissen, was in einem Fluss potenziell sein kann. Ja? Also ich kann nicht einfach irgendwas erkennen. Ich muss Mikrofingerprints von den Flüssigkeiten sammeln. Damit ich das machen kann, muss eine digitale Repräsentation von einem digitalen Zwilling von dem Fluss in einem Supercomputer sein. Das heißt, wir brauchen tatsächlich einen digitalen Zwilling von einem Fluss, mit allen Eigenschaften, mit der hydrologischen, Viskoelastizität, Metrologie, alles in Silico, in einem Computer. Und dann gibt es ein Feedback-Loop von einem Sensor. Und dieser Sensor kann mit Hilfe von diesem digitalen Zwilling zum Beispiel karzinogene Substanzen erkennen. Das kann ich mit einer Simulation alleine nicht und mit einem Sensor alleine kann ich nicht. Nur in der Kombination. Und diese Kombination funktioniert nur dann,
haben, wenn ich eine mächtige Simulation habe und aber auch tatsächliche Werte aus dem echten Welt. Also das ist für mich Feedback Loop. Ja? Danke. Also das heißt, die Zukunft geht eigentlich in Richtung Sensorik, geht eigentlich in Richtung Messung. Die Modelle alleine können nicht alles leisten. Sehen Sie das auch so? Also ich glaube, die Qualität der Modelle, die wir haben, ist in den unterschiedlichen Disziplinen vielleicht auch nicht ganz gleich. In der Physik, wenn ich das so sagen darf, haben wir als Modell die Quantenmechanik und die ist schon sehr gut. Also wenn wir die Gleichungen der Quantenmechanik lösen könnten, exakt, dann wüssten wir, wie Materialien sich verhalten. Das Problem ist, dass wir es nicht exakt können, dass wir Näherungen brauchen. Also, und dann konstruieren wir vergröberte Modelle, die vereinfacht sind und dadurch behandelbar werden. Aber das Grundmodell, die Schrödinger-Gleichung und die Gleichungen der statistischen Physik, die sind da und die bieten eine sehr gute Beschreibung der Realität. Und wenn wir Computer hätten, die stark genug sind, dann könnten wir auch alle Eigenschaften von Materialien, Festkörper, Flüssigkeiten und so weiter, komplexe Systeme damit auch berechnen. Also, aber weil wir gezwungen sind, Näherungen zu machen, brauchen wir zusätzlich oft Informationen aus dem Experiment. Und das ist auch eine Art Feedback Loop, die das Modell dann verbessert. Aber in anderen Bereichen ist es natürlich ganz anders. Nicht? Wir haben das Beispiel gehört von der Texterkennung, das die Theologen verwenden oder auch andere Wissenschaftler. Da gibt es eben kein gutes Modell, sondern was man hier hat, ist letztendlich Machine Learning. Also man trainiert ein neuronales Netz mit Daten und dieses neuronale Netz ist dann in gewisser Weise das Modell, aber das Modell kann man nicht verstehen, das Modell kann man dann nur verwenden. Und das kann man auch sehr erfolgreich verwenden, aber es ist eine ganz andere Situation als die Quantenphysik, die eben die Best erklärte Theorie ist, wir haben momentan. Frage gleich weitergeben an Sie. Was waren denn so die, sagen wir mal, ungewöhnlichsten Rechenaufgaben, die hier gelöst worden sind oder die Sie überrascht haben? Ich meine, die Physik, das ist naheliegend, aber Sie haben schon angesprochen, eben auch Texterkennung. Gibt es irgendetwas, was Sie sagen, das war völlig exotisch, mit dem habe ich nie gerechnet, dass man dafür einen Supercomputer braucht? Puh, da bin ich die falsche Person zu befragen, fürchte ich, weil ich für den Bereich erst seit einem halben Jahr zuständig bin. Insofern kenne ich die Historie bei Weitem nicht so gut wie die anderen Anwesenden hier. Ich glaube, die darf ich weitergeben. Ich kann ein Beispiel erwähnen. Das wurde zwar nicht in Wien gerechnet, sondern damals in Innsbruck, aber ich finde das, zu der Zeit habe ich das sehr spannend gefunden. Das waren alte Archäologen. Also wir hatten unser Team zusammen für High-Performance Computing. Das waren Chemiker, Physikerinnen, Informatiker, Mathematikerinnen, Atmosphärenwissenschaftler, also die üblichen Verdächtigen, die da mitmachen. Und plötzlich meldet sich bei uns ein Archäologe. Der hat im Iran ausgegraben und es war schon damals sehr schwierig, in den Iran zu kommen. Er konnte wenig Geräte mitnehmen und was er mitgenommen hat, war im Wesentlichen seine Kamera. Und was er gemacht hat während dieser Ausgrabungen, zigtausende von Bildern aus allen Blickrichtungen und er konnte das aber nicht richtig ausmessen, wie er da Schicht für Schicht abgetragen hat, hat dann diesen Datenschatz von Bildern gehabt und hat aus diesem Datenschatz von Bildern dann eine Rekonstruktion der Ausgrabung gemacht, die fast auf 2 mm genau dann gelungen ist. Und das hat er anfänglich mit seinem PC probiert und ist dann natürlich kläglich gescheitert, ist dann zu uns gekommen. Wir haben das dann für ihn auf einem Großrechner damals in Innsbruck implementiert und das war ein wunderbarer Erfolg. Und ich kann mich erinnern, ich habe jahrelang immer, wenn ich den Schwerpunkt vorgestellt habe, eigentlich dieses Beispiel genommen, weil das war so ein unerwartetes Beispiel, dass die alte Archäologie Supercomputing verwendet, um hier ihre Ausgrabungen zu illustrieren und zu erklären. Ja, gibt es von Ihrer Seite Fragen? Bitte.
weil bereits auch der Bias in den Datensätzen angesprochen wurde vom maschinellen Lernen, dass das halt alteingesessene Strukturen verstärkt und auch Personalized Medicine. Das sind ja alles Dinge, die wahnsinnig persönlich sind und sehr sensible Daten. Da hätte ich zwei Fragen. Zum Beispiel, ich in den Medien lese manchmal Dinge wie, ja, Quantencomputer, dann die ganze Verschlüsselung bricht dann zusammen, weil die das lösen können oder was weiß ich. Was sagen Sie als Experten einerseits zur Datenverschlüsselung, also mit diesen immer besseren Computern, und einerseits auch, welche rechtlichen Grundlagen würden Sie sich wünschen, was gerade für so hochsensible Daten angeht, mit denen dann maschinelles Lernen betrieben wird? Vielleicht sage ich noch ein paar Worte. Also es werden schon Technologien entwickelt, um die Privatsphäre zu schützen. Also in meinem Team, wir arbeiten in Edge Computing. Das ist ein System, wo die Daten in dem Kontext, wo sie entstehen, verarbeitet werden. Dort, wo sie entstehen, zum Beispiel auf eine Ampel. Und dann werden nicht die Daten übertragen, sondern Symbole. Ja? Also Frau, zwei Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt waren auf der Ampel. Also man kann Daten dort, wo sie entstehen, anonymisieren, aggregieren, schon verarbeiten und dann symbolische Daten übertragen. Das heißt, also, da tut sich schon sehr viel, da gibt es schon sehr viel in dem Bereich. Und beim Quantum Computing, da reden wir ganz über andere Datenverarbeitung. Also wir reden da über analoge Computer, wo Daten also in einer ganz anderen Art und Weise dargestellt werden. Also die werden gar nicht in die digitale Form übertragen. Also dadurch gewinnt man eben an der Effizienz. Und da kommen dann wieder ganz andere Probleme auf uns zu, als über die wir jetzt eigentlich reden. Ne? Es kommen noch Probleme auf uns zu. Also. Gott sei Dank, wenn uns die Probleme ausgeht, sind wir alle arbeitslos. Das ist nicht gut. Wenig Sorge in die Richtung, ja. Vielleicht nur kurz als Ergänzung, wenn Data Confidentiality, Privatsphärensicherheit, das ist ein relativ komplexes und vielschichtiges Konstrukt. Technologie ist ein wichtiger Baustein da drinnen, Verschlüsselungsalgorithmen, Absicherungen, was auch immer, Anonymisierung, Pseudonymisierung. Und all diese Technologien haben natürlich ihre Grenzen. Und jede Verschlüsselung kann vermutlich irgendwann einmal gebrochen werden, auch die Quantenverschlüsselung dann durch was auch immer nach vielleicht irgendwann einmal kommt. Das kann man nicht garantieren. Was aber wichtig ist, und das haben wir auch im alltäglichen Umgang mit Daten, nicht nur in Big Data und nicht nur im High-Performance-Computing-Bereich, ist die Komponenten, die drumherum noch existieren. Was ist das Bedrohungsszenario? Was ist die Motivation, etwas zu tun? Wie schauen die rechtlichen Rahmenbedingungen aus? Wie wahrscheinlich ist es, erwischt zu werden? Und auch da wieder, wenn man es jetzt im High-Performance-Computing-Bereich sich anschaut, in der wissenschaftlichen Forschung, wenn es dort zu Data-Breaches kommt, dann meistens nicht, weil ein Forscher die Daten stehlt und dann irgendwo teuer verkauft, weil so viel Geld kriegt man für die Daten nicht, egal wie wertvoll sie sind. Also lang kann man damit nicht ins Exil gehen und ist aber wissenschaftlich für den Rest des Lebens ruiniert. Das heißt, wenn wir irgendwo so etwas sehen, dann ist es üblicherweise Schlampigkeit. Der USB-Stick, der in der U-Bahn liegen bleibt, der Laptop, der irgendwo offen rumsteht, während man sich einen Kaffee holen geht, und dass über diese Art sensitive Daten nach Hause gehen. Oder irgendwas, was Festplatten, die in Mistkübeln landen und all diese Dinge. Das heißt, was man schon zusätzlich zu diesen ganz fokussierten Kryptografie und Protokoll und Sicherheitstüren nicht vergessen sollte, ist das soziale Konstrukt rundherum. Wie kann man Systeme so absichern, dass diese Fehler gar nicht erst passieren? Und da gibt es Trusted Research Environments, die entsprechende Safeguards aufbauen, wo man zum Beispiel zu den Daten gar nicht unmittelbar Zugriff hat, entweder nur zu anonymisierten Daten oder wo ich die Daten, zwar mit den Daten rechnen kann, aber die Daten nicht sehe. Auch das kann ein Computer abschotten. Also es gibt verschiedene Maßnahmen rundherum, technischer Natur, sozialer Natur, rechtlicher Natur, die gesamtheitlich dann hoffentlich das Vertrauen schaffen und eine Umgebung schaffen, wo wir trotzdem noch effizient mit Daten arbeiten können. Wirklich wertvolles Wissen generieren, das für die Gesellschaft wichtig ist, aber gleichzeitig eigentlich Missbrauch und Fehler vermeiden wollen. Und das wird immer ein Balanceakt sein. Ist klar, je mehr Freiheit ich gebe, desto schneller, desto effizienter ist die Forschung, desto größer ist das Risiko, je mehr ich abschotte, desto mühsamer wird es, desto schwieriger wird es, aber erfüllt notwendige Voraussetzungen dann an die Erwartungen, an die Datensicherheit. Also es ist, glaube ich, vor ein paar Jahren ist es geschehen, da haben Unternehmen so Motherboards aus China gekauft und da haben die Ingenieure diese Motherboards genommen in USA, haben das zerlegt und Bauplan angeschaut. Und dann sind sie draufgekommen, da ist ein Chip drauf, der ist nicht auf dem Bauplan.
also nicht drin. Dann sind sie draufgekommen, das ist halt der Chip, der alle Daten nach China schickt. Ich meine, da sind die klassischen, ja. Also, ja, dass man einfach irgendwelche Komponenten kauft, die man sich nicht genau anschaut und dann, also der Klassiker, wie die Daten einfach verloren gehen oder wie man auf die Daten kommt. Unachtsamkeit. Mit der Zunahme der Wichtigkeit jetzt von solchen Großrechnern und KI wird Wissenschaft dann auch immer mehr wieder zur Materialschlacht, weil man sich ja leisten können muss, solche Systeme zu betreiben. Ich kann mir vorstellen, dass ein MIT, eine ETH Zürich mit anderen Budgets dann auch ganz andere Möglichkeiten haben. Spürt man das schon in der Wissenschaft, dass man da ausgebremst wird? Die kurze Antwort ist ja. Also wir sind natürlich sehr glücklich über die Rechenanlagen, die wir hier in Österreich benutzen können und auch in anderen Teilen der Welt. Aber der Wissenschaftsbetrieb ist auch ein Betrieb, in dem es eine gewisse Konkurrenz gibt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und wenn man dann vergleicht, welche Voraussetzungen Wissenschaftler in anderen Ländern haben, dann muss man sagen, da ist bei uns noch Luft nach oben. Ich habe mir gerade in den letzten Tagen diese Liste von den 500 schnellsten Supercomputern der Welt angeschaut. Die wird zweimal im Jahr abgedatet und die letzte Liste ist vom November. Und in dieser Liste kommen auch der VSC 4 und der VSC 5 vor. Jetzt kann man in dieser Liste auch Statistik betreiben und man kann sich anschauen, was ist die gesamte Rechenleistung, die in einem gewissen Land zur Verfügung steht. Jetzt habe ich mir das angeschaut für Österreich und für andere Länder. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel Rechenleistung gibt es pro Kopf, das ist die Größe, die man vergleichen sollte, weil man kann sonst Österreich schwer mit Deutschland oder mit den USA vergleichen. Ja, dann kommt man drauf, dass Österreich eigentlich weit unten ist in dieser Liste. Ja, und dass andere Länder viel, viel mehr Geld in das Supercomputing investieren. Jetzt muss man sagen, okay, es ist gut, dass wir überhaupt in dieser Liste sind, weil in dieser Liste sind vielleicht 25 Länder oder so und nicht mehr. Also das ist schon einmal positiv. Aber wenn man es vergleicht in dieser Liste, dann hat sicher ein Land wie, investiert ein Land wie die USA 10-mal mehr pro Kopf in das Supercomputing und Ähnliches ist es auch in Ländern wie Deutschland oder die Niederlande, Frankreich, die nordischen Staaten und so weiter. Also ich glaube, das ist eine Frage, die ist schwer zu beantworten, weil da müsste man wirklich eine fundierte Analyse machen und sich nur Dinge anschauen, die wirklich bei jeder Publikation, die man da untersucht, sich auch anzuschauen, was ist der Beitrag der Simulation oder die auf HPC beruht. Also das traue ich mir jetzt nicht sagen, dass es so ist. Ich würde vermuten schon, wenn man sich anschaut, wo, man kennt ja die Community, also wo kommen die guten Publikationen her, dann sind es durchaus aus Ländern, die auch Zugriff haben auf leistungsfähige Computer. Und was man sich da wünschen würde, wäre auch eine langfristige Strategie. So wie es in manchen anderen Ländern passiert, wo sie auch, sagen wir, über 10 Jahre planen, in welchen Schritten wollen wir jetzt unsere Rechnerinfrastruktur ausbauen. Die wird sicher wichtiger werden. Wie machen wir das? So was würde man sich auch hier wünschen, dass man das besser planen kann und nicht von Ausbaustufe zu Ausbaustufe wieder feilschen muss und wieder dafür kämpfen muss und so weiter. Wir kämpfen natürlich, weil wir müssen und wir tun das, weil wir wissen, das ist sinnvoll und das ist wichtig für unsere Forschung. Aber man würde sich da etwas, einen größeren Weitblick wünschen von Seiten der Politik. Also wir sind schon in der Perspektive. Ich möchte vielleicht jetzt alle fragen, wie sehen Sie den VSC in 10 Jahren? Wo geht die Entwicklung hin? Und was würden Sie sich akut wünschen? Das würde ich vielleicht gleich den Herrn Professor Rauber bitten, weil er ja für den VSC jetzt verantwortlich ist.
10 Jahre sind eine lange Zeit im Supercomputing-Bereich. Aber was ich mir wünschen würde, ist weiterhin eine stark vernetzte, kollaborative Umgebung hier in Österreich. Wir sehen, dass die Computer immer leistungsfähiger werden und der Bedarf immer steigt. Und das schaffen wir nur, wenn wir die Kräfte bündeln über vernetzte Strukturen. Wir werden hybridere Systeme haben. Quantum Computing wird vermutlich bis dahin ein starker Teil des Gesamtpakets sein. Wir hatten früher klassische CPU-Architekturen. Dann kamen GPUs jetzt massiv dazu. Ich sage jetzt, Quantum unter Umständen der nächste Schritt und was auch immer dann danach folgt. Aber dass wir auf jeden Fall eine stärkere Diversifizierung in der Art der Architektur haben werden, weil nur weil jetzt GPUs und Quantum kommen, fallen deswegen die CPUs nicht weg. Die braucht man trotzdem noch. Das heißt, wir werden da spezifischere Architekturen sehen. Ich hoffe auch, dass wir einen stabilen Ausbauplan haben, der es uns erlaubt, sich darauf zu fokussieren, was denn die nächste Ausbaustufe sein wird und nicht, wie wir sie finanzieren werden. Ich glaube, wir werden massiv in die Breite gehen müssen, was die Unterstützung und die Ausbildung betrifft, weil einfach immer mehr Disziplinen diese verschiedenen Arten von High-Performance-Computing nutzen werden, interaktiv, Batch-Job, als Forschungsobjekt und als Forschungstool. Und das erfordert halt einfach, und das ist vielleicht fast das Wichtigere zu diskutieren, nicht nur, welche Hardware brauchen wir dann da unten und an anderen Standorten, sondern welche Art von Personal brauchen wir, um diese Hardware effizient nutzen zu können, sodass sich die jeweiligen Fachexperten, die Forschung betreiben, auf das konzentrieren können, wo sie gut sind, nämlich auf ihre Domäne, auf ihre Modelle, auf ihre Simulationen, auf ihre Studien, auf ihre Experimente und gleichzeitig aber die Unterstützung bieten können von der anderen Seite ist, wie mache ich das effizient auf den jeweiligen Architekturen? Denn so ein Supercomputer ist ja nicht einfach nur schnell, weil er schnell ist, sondern weil der Code, die Experimente, die darauf laufen, hochgradig optimiert sind für die jeweilige Umgebung. Das heißt, ich glaube, wir müssen verstärkt auf die Human Resources in dem Bereich setzen, die wir brauchen, um weiterhin einen breiten Zugang und wirklich exzellente Forschungsbedingungen zu ermöglichen für alle. Herr Professor Ostermann, was würden Sie sich akut wünschen und wo sehen Sie die Möglichkeiten für Ihre Disziplin? Ich möchte vielleicht vorhin als erstes noch hier ergänzen, dass Energieeffizienz sicher auch ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft sein wird. Also wir haben jetzt gerade gehört, wir haben hier einen Rechner, der im Petascale-Bereich arbeitet. Die leistungsfähigsten Rechner sind im Exascale-Bereich, das ist Faktor 1000. Das könnte theoretisch heißen, 1000-mal mehr Energiebedarf. Das heißt es nicht ganz, nicht? Aber trotzdem, man ist hier eigentlich schon fast am Limit. Das heißt, wenn man hier wirklich mehr Rechenkapazität haben will, muss man energieeffizienter arbeiten. Das bedeutet andere Architekturen zum Beispiel auch. Nicht? Also Quantum Computing ist eine ganz andere Architektur, die viel, viel weniger Energie braucht, die aber noch zu entwickeln ist. Also da sind wir ganz am Anfang jetzt in Österreich, aber da sind wir dran. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt für die Zukunft. Ja, und neue Architekturen heißt jetzt für meine eigene Wissenschaft in Mathematik auch neue mathematische Methoden. Das hat eigentlich angefangen schon mit dem Wechsel von klassischen CPUs auf GPUs, auf Grafikprozessoren, dass man die Verfahren anpassen muss, dass man sich neue Verfahren überlegt hat, die dann auf diesen Grafikprozessoren viel, viel besser funktionieren. Man wird auch wegkommen von dem, es war zeitlang, ist man in Richtung gegangen, man beschleunigt, indem man Dinge öfter ausrechnet. Nicht? Also gerade die Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Bereichen des Computers, das war oft der Bottleneck. Das hat lange gedauert und das hat dann dazu geführt, dass man, früher hatte man oft Zwischenergebnisse abgespeichert und hat die dann überall verwendet. Das macht man neuerdings nicht mehr, sondern man rechnet immer wieder alles neu aus in verschiedenen Bereichen des Computers, weil man damit an Geschwindigkeit gewinnt. Gleichzeitig verliert man natürlich Energie. Also da wird es sicher auch eine Transformation in der Zukunft geben, sage ich mal, weil energieeffizientes Rechnen, glaube ich, ist das Um und Auf für die Zukunft. Man weiß sehr viel schon, aber vieles ist hier auch noch zu tun. Herr Professor Delago, was würden Sie sich akut jetzt wünschen und was sehen Sie als Perspektive? Ja, also ich sehe das ganze Supercomputing natürlich, und so muss man es, nicht als ein nationales Projekt, sondern wir müssen da auf größeren Skalen denken. Und für uns bedeutet das, wir müssen da europäisch denken. Und konkret bedeutet das, dass wir in Österreich
auch dafür sorgen müssen, dass wir in diesem europäischen Kontext aktiv bleiben und da auch bei den Initiativen, die in Europa gestartet wurden und die laufen im Bereich des Supercomputing, auch weiterhin dabei sind. Ich rede da von Euro-HPC, da ist Österreich dabei und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir weiterhin daran arbeiten, dass wir bei diesen Initiativen, die auf europäischer Ebene passieren, dabei sind. Wissenschaft ist ein globales Unterfangen und da darf man nicht nur lokal denken. Das wäre mein Wunsch, dass wir da weiterhin im europäischen Kontext dabei sind. Frau Professor Branditsch, wo war das Supercomputer? Ich muss gleich anfangen bei der Energieeffizienz. Es ist ein Thema, es wird ein Thema, es wird ein riesiges Problem. Und ich würde mal jetzt akut, was man direkt jetzt machen kann, wir können mal die Dinge schon implementieren, die es schon gibt. Jetzt habe ich mit einer Kollegin geredet, die in einem großen Unternehmen in Silicon Valley arbeitet. Wir haben gemeinsam studiert, haben gemeinsam geforscht. Sie ist dann in die Industrie gewechselt und sie hat mir dann ganz glücklich angerufen, ja, Ivona, jetzt darf ich endlich das implementieren, was wir vor 10 Jahren erforscht haben. Das heißt also, Preisdruck erlaubt es uns jetzt, das, was wir entwickelt haben, tatsächlich zu implementieren in den Rechenzentren. Das heißt also, wir haben schon die Algorithmen entwickelt. Workload Shift in Space, in Time, Scheduling-Verfahren, also das alles gibt es. Das kann jetzt einmal angewendet werden und experimentell evaluiert werden. Das ist mal der erste Schritt. Und das, was der Vizerektor zum Beispiel auch gesagt hat, man kauft einen Cluster und in 5 Jahren, das kann man vergessen, das kann man wegschmeißen. Und ich glaube, Einkaufsverfahren werden geändert. Also man kann nicht heute schon für die nächsten 5 Jahre entscheiden. Das muss ein iteratives Verfahren werden, wie auch immer das ausschaut. Aber es kommen neue Bauteile, es kommen neue Accelerators. Wer weiß, was in 4 Jahren wir dann tatsächlich am Markt haben und ob das tatsächlich der gute Fit dann für das ist, was wir in Österreich brauchen. Also Einkaufsverfahren müssen geändert werden. Ich weiß nicht, ob das buchhaltungstechnisch und verfahrenstechnisch dann auch zu machen ist, aber Sinn würde es machen. Also es wären so 2 Dinge relativ bald. Ich glaube, damit sind wir auch perspektivisch am Ende angekommen, also eigentlich am Anfang, weil es ist ja ein Prozess, der nie aufhört. Aber wir werden uns jetzt dann vielleicht in ein bisschen in einen gemütlicheren Rahmen begeben und es besteht natürlich die Möglichkeit, mit allen Expertinnen und Experten vielleicht im persönlichen Gespräch sich noch auszutauschen und sage damit danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich glaube, es steht dann auch noch ein kleiner Umtrunk bereit und ein kleines Buffet und wie gesagt, die Diskutanten und Diskutantinnen bleiben bei uns und ich sage dann noch einmal danke an den Herrn Vizerektor, dass er diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Und wünsche noch einen schönen Abend.